Wir kommen zurück. Ja. Wir haben jetzt Poppy Sweetings und Natsai Onai. Und jetzt gehen wir mal zu Sebastian. Mal gucken, was er sagt. Muss mal eben einmal. Da vorne ist er irgendwo. Wir mal suchen. Bin mal gespannt. Du hast nämlich, wenn du Sebastian verpfeifst, springst du normalerweise. Sprichst du eigentlich mit Ominous? Das stört mich ein bisschen, dass du nicht sehen kannst, wie weit, wie viele Punkte da drin sind. Seht ihr das? Das ist immer nur so ein bisschen. Ravenclaw hat einfach gar keine Punkte. Slytherin hat auch keine. Das wäre ein bisschen doof. Nicht. Ich muss meine Deswegen. Noten im Zauberkunstlevel ja unbedingt verbessern. Glaube ich überhaupt richtig? Und, da bin ich ja mal gespannt. Weil ich kenne nur die Antwort von Ominous. Wenn die den verraten. Ich laufe gerade eher zum. Doch, nee, ich laufe richtig. Ich laufe nicht zu Professor Weasley. Das Schloss ist auf jeden Fall echt größer. Ich hätte nie gedacht, dass ich fast 100 Folgen in Hogwarts Legacy verbringe. Ich meine, es würde wahrscheinlich noch mehr werden, wenn ich auch noch die Suche und so alles mit ein aufnehmen würde, aber das lasse ich diesmal einfach aus. Normalerweise stehst du mit Ominous im Raum der Wünsche, oder triffst du dich jetzt mit dem in der Krypta? Du triffst dich mit denen in der Krypta. Es soll ja noch ein Teil rauskommen von Hogwarts Legacy. Ich bin ja mal gespannt, was dann mit Sebastian ist. Ob er daraus wirklich gelernt hat oder ob wir einen Fehler gemacht haben. Wäre cool, wenn der zweite Teil sich so auf dem ersten Teil aufbaut. Dass der Spieler halt erkennt, okay, du hast die und die und die Entscheidung im letzten Spiel getroffen. Das sind die und die Entscheidungen in diesem Spiel. Hier sollte eigentlich Ominous Schön, stehen. dich zu sehen. Sebastian, ich erhielt deine Eule. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, Sieht der ich krank glaube, ich aus? habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann's ihr nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht. Vielleicht braucht Anne nur etwas Zeit. Sicher wird sie dir irgendwann vergeben. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht, aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ja, Ewigkeiten wenn du her. jemanden aufgibst, Danke. wenn der dich am Ich weiß meisten nicht, was auf braucht, mich zukommt, machst aber du ich es bin nicht dankbar für anders, deine wie Freundschaft. Lily mit Snape gemacht Gut, hat. dass du nach Hogwarts kamst. Weil dann gibt er sich nämlich auf. Ja, ich schließe die Beziehungsgeschichte von Sebastian Sallow ab. Ich wollte fragen, ob du mir einen Fluch beibringst, den du erwähnt hast. Ach ja? Welchen? Ich möchte lernen, wie man den Todesfluch wirkt. Nach all dem, was passiert ist? Nun gut. Du musst deinen Zauberstab sehr präzise Cool, führen. dass man die noch Die lernen kann. Beschwörung lautet Avada Kedavra. Willst du noch andere Flüche lernen? Das ist alles, was ich lernen wollte. Danke. Natürlich. Dieses Wissen würde ich niemandem sonst auf der Welt anvertrauen. Lass uns bald noch mal sprechen.
Oh, la Kadabra. Ich komm sofort wieder. Ja. Das ging ja schnell. Dann gehen wir mal zu Professor Weasley. Guck mal, was die hier. Bin mal gespannt, weil wir müssen ja noch so Zacks machen. Ein bisschen falsch, oder? Revelio. Da ist ein Gespräch. Seht ihr das? Da ist ein Gesprächsbubble. Ist draußen. Habt ihr das gesehen? Ist das draußen gewesen mit dem Gespräch? Was? Ah. Revelio. Hier haben wir alles. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit. Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass sie sich sogar bei der Jagd der Kopflosen eingemischt haben. Woher wissen? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Wo hätten wir das eventuell machen sollen, wenn wir alle Sachen eingesammelt haben? Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Scheint, als hätten Sie den Großteil Ihres Handbuchs vervollständigt. Gut gemacht. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich frage mich, was Sie Zum gesagt Glück hätte, wenn ich haben alles Sie noch gefunden Zeit, um habe. sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor, für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Suchen. Definitiv suchen. Naja, verfügbar. Was? Begib dich zur großen Halle. Okay, warum? Ich muss auch da vorne. Warum soll ich denn in so großen Halle? Oh mein Gott.
mein Gott, warum ist das jetzt schon wieder so laut? Warum ist das auf einmal so laut? Tut mir leid, wenn das auf einmal so laut ist. Ich habe das Spiel ganz alleine gemacht. Was haben wir? Gehen wir nicht rein? Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Hey! Juhu! Beruhigen Sie sich. Hey! Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Hey! Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall, sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Da haben Sie Dumbledore mit reingenommen im ersten Teil. Ich bin gerade am Heulen, nicht wundern. Das war so schrecklich, kitschig und schlimm. Gott, ey, ich heule hier gerade Rotz und Wasser. Boah, schrecklich. Jetzt haben wir es durch. Schrecklich. Oh mein Gott, was ein Spiel. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich die kürzeste Folge. Oh, ich will eigentlich noch nicht Tschüss machen. Ich möchte gerne einmal überspringen. Ich würde noch ein paar Sachen gerne machen. Gewinne den Hauspokal. Na, jetzt bin ich wieder. Mein Gott, jetzt bin ich wieder hier. Leck mich doch am Arsch. Aurelio. Hä? Nachrichten? Ach, das sind alle meine Nachrichten, die ich gekriegt habe. Oh mein Gott, was ein Spiel. Uns fehlen noch 4 Zauberstäbe. Die Masken haben wir auf jeden Fall gekriegt. Können wir noch gucken. Inventar. Haben wir noch ein paar Briefe? Oder ein paar Zettel gefunden? Ich weiß gar nicht, was es noch alles für Sammlungen. Uns fehlen... Nein, es fehlen uns 6 Viecher. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, welche 6 das sein sollen. Das wird ja lustig, hier auszufinden. Uns fehlen noch ganz viele Kalamotten. Herausforderungen. Oh Gott, die werden so schwer. Aufträge, Hammerfass. Erkunden, müssen wir noch hin. Zusätzliche Inhalte haben wir. Besen. Ich muss noch 2 Besen kaufen. 3 Besen kaufen, so viel Geld habe ich gar nicht. Und 2 Herausforderungen. Okay. Achso, den haben wir gerade. Wir haben alle Blumen. Was haben wir denn hier?
Ah, hier sind alle die Sachen, die wir für unser. Da fehlt uns eins. Warte mal, mal gucken. Händler? Händler? Nee. Aufträge. Ja, einen Auftrag haben wir, glaube ich, schon gesehen. Herausforderungen? Ja, gut. Was ist das? Erkunden. Okay. Habe ich jetzt nicht angeklickt, laut? Das Spiel ist einfach so kitzig und schön zugleich, ehrlich. Zauberstabgrippe. Ja gut, da fehlten uns nur noch 4 Stück. Die haben wir ja gerade schon. Uns fehlen ein paar mehr als 4 Stück. Erkunden. Und die Dinger brauchen wir auch noch. Herausforderung, erkunden. Okay. Der Rest ist, glaube ich, einfach nur noch erkunden. Hier fehlen uns ja noch ein paar Sachen. Im Astronomieturm fehlt uns eine Handbuchseite. Es fehlt eine Handbuchseite im Astronomieturm. Ja? Hallo? Okay. Warum ich jetzt genannt bin? Im Astronomieturm fehlt uns eine Handbuchseite. Was haben Sie jetzt vor? Mal oben gucken. Ist ja nicht so, soll ja nicht so schwer sein, eine Seite zu finden, oder? Revelio. Ihre Taten für Hogwarts waren unbezahlbar. Wir alle schulden Ihnen etwas. Eigentlich musst du hier auf dieses Bienen achten. Wir sind hier oben schon 1000 Mal umgefleucht und gekreucht. Man sollte alles vorbereiten. Das Beste weiter! Revelio. Da oben, da drüben waren wir, glaube ich, schon, oder? Da? Mein Wohl. Nagel, aber? Was ist? Ja, eins vergessen hier. Wollen wir die restliche Folge noch ein bisschen suchen? Professor Weasley wollte mir nach dem Unterricht bei meinem Verwandten. Komm ich schon auf den zweiten Teil. Aber der wird wahrscheinlich auch wieder 3 Jahre dauern, bis der rauskommt. Wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, Revelio. Im Stream gerne über Harry Potter zu reden und natürlich über alles andere auch. Wir quatschen auch manchmal über Theorien, so wie hätte man Snape, zum Beispiel, wie hätte man Snape retten können oder wie hätte man das machen können, ohne dass jemand bei stirbt. Sowas halt. Sollte man im Astronomietium nicht irgendwie im Pingen hören? Ist so mir gegeben. Revelio. Wenn das nicht die Schatzsuche war. Gut gemacht. Ich war ja. Erstaunt, Sie in der Schlacht zu sehen, aber wir sind nur zu großem Dank verpflichtet. Kein Ding immer wieder gerne. Geht eine Seite. Revelio. Hier ist auch nichts.
Okay. Also Hogwarts werde ich, glaube ich, wahrscheinlich als letztes machen. Weil Hogwarts hat halt so viele Sachen. Können wir einmal in Hogsmeade gucken. Weil in Hogsmeade fehlt mir anscheinend auch noch ein paar Sachen. Wo ich eigentlich der Meinung bin, wir haben eigentlich alles. Das ist da das Grab eines Durchführers von Krieg scheint hier auch manchmal Hogwarts-Zeiten erregt zu haben. Wir können ja noch mal ein paar Sachen verkaufen. Scheiße, ich hätte vielleicht erst im Raum der Wünsche gehen sollen. Egal. Schon wieder im Kreis, ey. Ja, mal ein paar Sachen. Revelio. Wenn das Wetter so bleibt. Ihr. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. 7000. Ja, 6, 2, 4. Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Revelio. Ich glaube, wir fangen mal ein paar hier vorne an und suchen mal. Wir standen damals praktisch an. Eine Seite und drei Dinger öffnen uns noch. Die waren überall drin gewesen. Da hinten ist noch was zu. Nachts hab ich noch Fuß in der Tasche. Oh, hallo. Jetzt aber aufgepasst. Revelio. Ja, haben wir aber schon drin. Ich höre auch nichts. Auch eigentlich. Revelio. Da haben wir schon drin. Warte mal, machen wir was anders. Ach, hier darfst du ja nicht fliegen. Sie haben Harlow besiegt. Dabei sind Sie so winzig. Das ist schön. Aber hier ist keine Kiste. Bin ich mir sicher? Doch, drei Sammlungstruhen und eine Handbuch-Dings. Sleepy? Schwindelring-Versteck. Der alte Narr. Ein Grab eines Besuchers von Hogsmeade scheint hier aufmerksam auf Hogwarts zu leiten. Ja, mal gucken gehen. Statue bei Iron Bay. Revelio. Revelio.
Wie zum Fick kommt der da unten hin? Oh! Okay, alles klar. Akio. Protego. Du kannst nicht ewig standen. Das wirst du noch rein. Latios. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Revelio. Confringo. Hey. Accio. Wingardium Leviosa. Warte mal. Accio. Wingardium Leviosa. Lependo. Pulso. Confringo. Ja, cool. Gehen wir einmal rüber. Schade, ich hab gedacht, ich kann das machen, ohne darüber zu gehen. Incendio. Okay, jetzt sind wir da durch. Hätte. Ist das dein Ernst? Jetzt hätte das als. Müsste einer von den Truhen gewinnen, aber mir. Mir fehlt immer noch eine Handbuchseite, ist das Problem. Mir fehlt immer noch eine fucking Handbuchseite. Das Problem. Das zählte nicht. Das zählte nicht. Revelio. Ja, wird eh ein bisschen dauern, bis ich hier alles irgendwie durch habe, gefunden habe und keine Ahnung was. Ich kann da oben nochmal gucken gehen. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt nichts mehr. Ich höre auch kein Ding oder irgendwie sowas. Normalerweise machst du ja immer so ein Geräusch, wenn du was findest. Aber ich finde tatsächlich nichts. Revelio. Normalerweise blitzt auch irgendwas auf, wenn irgendwie so. Drei fette Truhen fehlen mir. Drei fucking fette Truhen. Sollt ihr eigentlich meinen, dass die auffallen? Wenn die leuchten, oder? Revelio. Aber Revelio funktioniert nicht mehr. Das kann ja natürlich auch sein. Da sind sie doch. Lol. Alohomora. Ja, es ist. Gucken. Hier, da ist eine Truhe. Revelio. Aber gucken.
Okay, eine fehlt. Ein Demigeist und eine Dings. Das ist toll. Die hat auf jeden Fall kein Ding gemacht. Okay, haben wir das Haus fertig. Es gibt noch eine... Warte mal. Ach, guck mal da. Damit haben wir, glaube ich, Hogsmeade gleich fertig. Nee, es fehlt noch dieses scheiß Pergament. Das haben wir noch nicht. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Nee. Jetzt haben wir Demigeist und die letzte Stadt. Okay, das zählt nicht. Da ist die. Ja. Zählt immer noch als Sammlertruhe. Wollen wir wirklich jedes Haus angucken? Meine ich. Revelio. Anscheinend. Wird ja auch nicht jedes Haus. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich würde mich freuen, wenn die Sammlerthron, wo nichts mehr ist, nicht mehr angezeigt werden. Das würde mich halt sehr, sehr, sehr freuen. Revelio. Halt nirgends so eine. Die haben wir schon aufgemacht. Ich wünsche, die da unten wird halt nicht mehr angezeigt. Da unten ist noch ein. Revelio. Wow. Du siehst sie auch wirklich nur, wenn du davor stehst. Vor der Tür. Vorher siehst du die nicht. Da ist die eine. Revelio. Hier ist aber auch kein Ping. Ist auch nicht. Ich wüsste auch nicht, wo hier noch irgendwas zu pinken sei. Wir haben eigentlich alles. Mir fehlt halt noch eine Handbuchseite, aber ich wüsste nicht, wo in Hogsmeade sie ist. Aber die suchen wir. Wie gesagt, live auf Twitch. Ich freue mich dann auf euch. Ich hoffe, euch hat das Let's Play ab hier oder bis hierhin gefallen. Schreibt mir doch mal gerne unten in den Kommentare, wie ihr Hogwarts Legacy fandet, was ihr am besten fandet, was ihr am schlechtesten fandet. Lasst doch gerne ein Follow da, besucht mich doch gerne live auf Twitch und wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Tschö!